Ja, dann springen wir gleich mal direkt rein, würde ich sagen. Erste Frage, die ich dir stellen würde, oder beziehungsweise einfach dich bitten würde, dass du dich kurz nochmal intensiver vorstellst, was du so nach deiner Zeit hier gemacht hast, was du jetzt gerade machst, wie du mit der MBS in Kontakt geblieben bist. Genau. Ja, wunderbar. Also mein Name ist Lea Möhring. Ich war im Premierenjahrgang SBC mit dabei 2011. Das heißt, das ist schon jetzt auch 9 Jahre her, wenn ich richtig rechnen kann. Und es ist de facto so, dass ich immer mit der MBS verbunden geblieben bin, da ich nach meinem Abschluss einfach an der MBS geblieben bin und dort angefangen habe zu arbeiten, bin dann auch relativ zeitnah dazu übergegangen, eben Vorlesungen zu geben, immer im Bereich Kommunikationswissenschaft oder Sportkommunikation. Und mittlerweile promoviere ich auch mit der Partneruniversität der Sheffield Hallam University zusammen, mache dort ein DBA-Programm. Das heißt, dort auch wissenschaftlich immer noch mit der MBS sehr eng verknüpft. Und ich arbeite mittlerweile in der Hochschulleitung an der Munich Business School, sodass ich quasi ja den 360-Grad-Blick habe auf dieses Programm. Heißt, ich habe es selbst studiert, ich unterrichte dort, betreue analog dazu auch viele, viele Masterarbeiten zu verschiedensten Themen und ich arbeite eben auch an der Munich Business School. Wir haben dich im Fach Grundlagen der Kommunikationswissenschaften und internationale Medienmärkte haben dürfen. Und genau, da würde ich auch direkt mal nachhaken. Was glaubst du oder was sind so die Inhalte, die du in dem Kurs dort vertrittst und warum ist der Kurs insbesondere wichtig für eine Karriere im Sportbusiness? Also ich glaube, dass dieser Kurs vor allem eine Sache klärt, und zwar, was machen wir mit den Medien und was machen die Medien mit uns? Und das ist quasi ein Grundlagenkurs, der einfach auch die Augen öffnen soll, was im Bereich Medien passiert. Und ich glaube, dass man als Sports Business Manager, egal in welcher Funktion man später tätig ist, sicherlich Grundkenntnisse haben sollte, wie die Medien funktionieren, da man eben auf die eine oder andere Weise auf jeden Fall mit den Medien verknüpft sein wird. Und da denke ich, bietet diese Veranstaltung eben ganz viel, vor allem eben das Vermitteln von Grundlagenkenntnissen. Ja, finde ich einen guten Punkt. Ich fand auch besonders eindrücklich, wo wir ja auch in der MBS besonders der Fokus gelegt wird, ist so der internationale Kontext, in dem wir uns befinden. Wir haben ja wahnsinnig viele internationale Studierende hier an der Uni und das war auch ein Punkt in deinen Vorlesungen, der sehr gut rübergekommen ist, weil wir immer geschaut haben, okay, was sind vielleicht die Unterschiede auf den internationalen Medienmärkten, wie kann man die auch vergleichen? Und wir sind einfach sehr tief da darin eingetaucht in die verschiedenen Aspekte. Und das würde ich sagen, war auch einer der ja, Lieblingskomponenten von meiner Seite. Hast du denn was dir besonders gut liegt, vielleicht an deinem Kurs? Ja, also gerade auch das, was du ansprichst, eigentlich diese Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Medienmärkten und wie unterschiedlich das eigentlich auch gehandhabt wird, das finde ich eigentlich immer relativ spannend und auch relativ spannend eben zu vermitteln, weil wir blicken immer als Europa oder auch als Deutschland auf die USA als den Sportmarkt oder den Sportbusinessmarkt und wie unfassbar toll und fortgeschritten die das alles machen. Und wenn man eben ein bisschen hinter die Kulissen blickt, sieht man halt auch, dass es halt historisch ganz anders gewachsen ist als beispielsweise in Deutschland oder in England oder in Russland oder in China. Und ich glaube, man bekommt einfach mehr Verständnis für die verschiedenen Märkte, warum manche Sachen so sind, wie sie sind. Und ich glaube, das schafft halt so einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Und das finde ich eigentlich immer ganz spannend, wenn man da diesen Aha-Effekt hat und über dieses, ja, eher über diesen Bereich hinausgeht von, ah, wieso machen wir das nicht alles so, wie die USA das auch machen? Warum sind unsere Ligen so aufgebaut? Warum machen wir nicht mehr Geld? Warum sind unsere Umsätze im Vergleich zu der Premier League in der Bundesliga so gering, in Anführungsstrichen? Und wenn man da eben ein bisschen hinter die Kulissen blickt und halt sieht und erkennt, wieso es historisch mitunter eben so unterschiedlich gewachsen ist, dann versteht man eben auch den Status quo deutlich besser. Und das finde ich eigentlich tatsächlich am allerspannendsten an meinem Ja. Kurs. Also ging mir ehrlich gesagt genauso. Was ist denn, wenn du jetzt den SBC-Studiengang betrachtest als Masterstudiengang der Munich Business School? Was ist so das Besondere, das Alleinstärkungsmerkmal im Gegensatz zu anderen ähnlichen Studiengängen in Deutschland vielleicht auch? Und ja, was ist auch das Besondere der MBS deiner Meinung nach?
Ich glaube, da sind ganz viele Gründe, die den SPC-Studiengang besonders machen. Die erste ist natürlich diese Kombination aus Sport, Business und Kommunikation. Viele andere Studienprogramme vereinbaren eben nicht diese drei Teilbereiche, also dieses magische Dreieck, von dem man immer spricht, sondern fokussieren sich meistens eben entweder auf Medien und Management oder Sport und Management oder eben Business alleine. Mittlerweile muss man allerdings sagen, dass es auch andere Programme gibt, die natürlich ähnlich sind, allerdings eben viele Komponenten nicht haben, die der SPC-Studiengang beinhaltet. Und dazu gehört meiner Meinung nach auf jeden Fall das integrierte Auslandssemester, dass ich halt nochmal auf einem Kontinent meiner Wahl ein Sports-related Programm studieren kann, einen unterschiedlichen Medienmarkt, Sportmarkt aus der Nähe kennenlernen kann und keine Zeit verliere, sondern ich werde einfach dabei unterstützt. Es ist ins Curriculum integriert, ich gehe dahin, es wird anerkannt. Was ich unfassbar einfach fand, wenn ich überlegt habe, wie viele Kommilitonen damals von mir an staatlichen Universitäten, aber auch an anderen privaten Universitäten halt ein Riesenthema damit hatten. Ja, und bei uns geht das einfach. Also das würde ich sagen, ist ganz klar ein Alleinstellungsmerkmal. Das zweite Alleinstellungsmerkmal ist sicherlich das Netzwerk. Und da muss ich sagen, die Sportbranche in Deutschland ist halt extrem klein. Und Netzwerk ist das A und O. Es gibt halt Menschen, denen liegt Netzwerken per se mehr und manchen weniger. Aber ich glaube eben, dass dieses Programm es schafft, auch denjenigen, denen es nicht so sehr liegt, eben Türen zu öffnen. Durchgehen müssen sie natürlich immer noch alleine, aber es öffnet Türen. Das heißt, ich lerne A, extrem viele Hochkaräter aus der Sport-Business-Industrie oder Sport-Medien-Industrie kennen, die ich dann ganz sicher auch auf irgendwelchen Konferenzen wieder treffen werde und die sich an mich erinnern. Und die zweite Sache ist eben, dass wir jetzt ja auch schon seit 2016, meine ich, den Alumni-Club haben. Das heißt, dass sich dort eben die SBC-Absolventen organisiert haben, Treffen organisieren, so die aktuellen Studierenden mit hineinholen, aber eben auch die Möglichkeit schaffen, dass man eben diesen Netzwerkcharakter auch dort aufrechterhält. Also das ist für mich der zweite Punkt, der eben ein extremes Alleinstellungsmerkmal ist. Und der dritte Punkt ist, dass es kleine Gruppen sind. Ich glaube, nichts ist so wertvoll, wie in kleinen Gruppen zu lernen. Und man ist eben keine Matrikelnummer, sondern man ist der Jakob oder die Lea und derjenige kennt dich. Und ich glaube, das hilft am Ende auf verschiedensten Ebenen. Ja, absolut. Ja, was glaubst du noch, was sind so Vorteile, die Absolventen, SPC-Absolventen, bei den Bewerbungen oder bei den Anstellungen im Sportbereich noch haben, wenn sie den Master, sag ich mal, schon absolviert haben? Also ich glaube A, dass die Zeitkomponente eine ganz wichtige ist. Soll heißen, je länger natürlich das Programm am Markt ist, desto mehr Absolventen sind natürlich in den verschiedenen Bereichen der Sportbusiness-Industrie angestellt. Heißt, auch da Thema Netzwerk, wenn ich eine neue Stelle suche bei einem Verband, einem Verein, einem Unternehmen und ich sehe da eben, dass bei LinkedIn oder Xing oder wo auch immer, dass derjenige auch SBC studiert hat, dann habe ich natürlich eine ganz andere Ebene, um eben auch in Kontakt zu treten. Und das ist das, was ich auch bis dato sehe, tatsächlich bei den Alumni, dass super viele über Vitamin B eine Tür geöffnet bekommen. Nochmal, man muss selber durchgehen, man muss selbst den HRler überzeugen, aber ich glaube, dass das ganz schön viel wert ist und dass das eben auch ein Vorteil ist, wenn man ein SPC-Absolvent ist. Vielleicht nochmal allgemein, ich sitze jetzt hier, wie ihr vielleicht sehen könnt, gerade auch in der Munich Business School. Sie hat gerade wieder die Türen geöffnet, natürlich unter den allgemeinen Sicherheits- und Schutzbestimmungen, aber schön wieder hier zu sein. Was glaubst du denn, sind so die Veränderungen, die wir jetzt auf der einen Seite durch Corona, aber auch durch vielleicht deinen großen Themenschwerpunkt, die Medien, in den nächsten Jahren in der Sportbranche haben werden und erleben werden? Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, dass das auch, also dass ich da, werde ich keine Antwort drauf geben können. Ich glaube, das ist gerade etwas, wo extrem viele eine Antwort drauf suchen, denn eine Sache ist sicher, und das ist, dass diese Corona-Pandemie, die derzeit herrscht, eben alle Branchen trifft und alle Branchen irgendwie verändern wird.
Und die Sportbranche ist natürlich besonders betroffen, weil eben ja viele Ligen, wissen wir alle, jetzt ihre Saisons vorzeitig beendet haben oder es nicht machen konnten. Jetzt die Fußball-Bundesliga mit Geisterspielen endet, was sich auch vor ein paar Monaten niemand hätte vorstellen können. Ja, und ich glaube einfach auch, dass die Firmen, was ihre Sponsoring-Engagements angeht, vielleicht Strategien überdenken, natürlich nicht mehr so viele Gelder vielleicht auch zur Verfügung sind, weil, wenn wir mal ehrlich sind, wenn gespart werden muss, spart man als erstes bei solchen Ausgaben. Ja? Und ich glaube eben, dass das eine Herausforderung sein wird, die uns noch relativ lange beschäftigen wird. Aber wenn ich die Zauberkugel hätte, wo ich reingucken könnte, da wäre ich, glaube ich, ganz happy oder wären, glaube ich, einige ganz happy, um zu sehen, wo das hingeht. Ich glaube, es ist eine unfassbar spannende Zeit, die wir hier miterleben, aber natürlich auch unfassbar dramatisch für viele kleine Vereine, die eben auch von Ticketing-Einnahmen leben, anders eben finanziell aufgebaut sind, beispielsweise jetzt als die großen Player in der Bundesliga. Ja, bin gespannt, ob die das alles schaffen. Absolut. Hast du denn vielleicht zum Abschluss unseres kurzen Interviews noch ein Highlight, das dir in deiner Zeit als MBS-Dozentin, vielleicht aber auch als Studierende hier insbesondere im Gedächtnis geblieben ist und woran du dich gerne zurückerinnerst? Also was ich aus meiner, ein Highlight aus meiner Studentenzeit ist ganz sicherlich das Kameratraining gewesen. Ich fand es überragend, weil selbst wenn man später nicht vor der Kamera stehen möchte oder TV-Journalist oder was auch immer werden möchte, ist es, glaube ich, unfassbar hilfreich für das zukünftige Berufsleben, wenn man mal sieht, wie man aussieht, wenn man vor anderen Leuten präsentiert. Ein Highlight aus meiner Zeit als Dozentin ist aber ganz sicherlich, dass ich auch einige Gäste in meiner Vorlesung begrüßen durfte. Und dazu gehört unter anderem auch der Julian Wolf, der bei der Welt ist, der für den Sportbereich dort verantwortlich war und eben auch versucht hat, durch verschiedene Tests und so weiter und auch sich als Marke zu positionieren. Und das fand ich eben total spannend zu sehen, wie Journalismus eben heutzutage interpretiert werden kann. Von jüngeren Journalisten einfach, also wie die quasi diesen Beruf des Journalisten interpretieren, dass es halt viel multimedialer ist, dass die sich nicht mehr nur als Journalist für das Medium Zeitung oder das Medium Radio sehen, sondern er ist zwar Zeitungsjournalist, aber er hat sich natürlich auch im Social-Media-Bereich versucht zu etablieren, eben durch Twitter hat er das, glaube ich, ganz doll gemacht. Und ich fand, es war einfach schön zu sehen, wie sowas auch geht, wie auch solche Berufe den Weg der Digitalisierung mitbeschreiten. Und das war sicherlich ein Highlight für mich.